Ich benutze Anki zusammen mit einem iPad und ich benutze kein Internet für das Synchronisieren der Daten von dem Computer Anki und von dem iPad Anki und füge aber ausschließlich Daten zu dem Computer Anki hinzu. Also ich bearbeite Anki nicht auf dem iPad, das ist grausam. Um dann trotzdem noch in der Synchronisation zu bleiben oder nicht immer extra erst alles auf den PC zu schieben, alles zu ändern und wieder aufs iPad zu schieben, habe ich hier einen extra Stapel. Den habe ich erstmal genannt TMP für Änderungen vor der iPad-Sync. Und wenn ich irgendwas hinzufügen will, bevor ich die Daten vom iPad wieder auf den Computer gespielt habe, füge ich sie nicht in einen meiner Stapel ein, sondern füge ich die Sachen in den Temp-Stapel ein. Und da habe ich dann irgendeine Karte drin. Meistens setze ich mir einen Tag, zum Beispiel wenn ich was über Mathe einfügen will, dann setze ich mir das Tag Mathe, damit ich das nachher sicher wieder in den richtigen Stapel einfüge. Und wenn ich jetzt, was auch immer das heißen soll, hier steht N1 und wenn ich es nachher in den Stapel N1 haben will, dann schreibe ich hier einfach N1 rein. Und was ich immer mache, also was ich mir angewöhnt habe, ist, bevor ich Anki schließe, nachdem ich so eine Bearbeitung gemacht habe, ist, ich exportiere, einschließlich der Zeitabstände, was mir egal ist, aber vor allem mit den Medien, nur diesen Stapel. Und der liegt dann auf dem Desktop. Und man sieht das jetzt hier so halb noch, ist noch halb im Video drinne. Das ist genau dieser Stapel. Und wenn ich jetzt nochmal was ändern würde, dann würde ich sie einfach nochmal neu exportieren. Hab ja sonst in diesem Stapel nichts mehr geändert. Worauf man dabei achten muss, ist, wenn man zwischenzeitlich, was ich manchmal habe, ist, wenn ich zum Beispiel Kanjis lerne, ich füge die schon hier ein, aber ich lerne sie dann schon in der Computerversion einfach. Und wenn man Auswahlstapel erstellt, dann gehen die Karten weg von diesem Stapel. Das heißt, bevor man alles exportiert, sollte man da zusehen, dass diese Karten in keinem Auswahlstapel sind. Ist aber normal eigentlich nicht so schwierig. Gut, wenn ich sie dann nachher wieder einfügen will, also gehen wir davon aus, ich habe jetzt alles auf den Computer gespielt vom iPad und das neue Deck über Importieren hier die Collection vom iPad eingefügt, dann würde ich einfach als nächstes das Deck von eben wieder einfügen. Als einfach nur Deck. Das fügt dann einfach nur die ganzen Karten hinzu. Das macht Anki alles schon ganz gut automatisch. Und dann, wow, ist der riesig hier. Ich mache das mal hier, dass das alles in das Fenster reinkommt. Passt. Passt nicht. Okay, aber geht einigermaßen. Und dann sieht es nachher so aus, dass ich hier dieses Deck suche. Und da stehen jetzt schon ein paar Sachen drin, weil ich vorher was eingetragen hatte. Und man sieht hier, es ist ein bisschen japanisch und ist ein bisschen mathematisch. Und dann suche ich zum Beispiel, ich sag mir zum Beispiel dieses Deck, aber nur mit dem Tag Mathe. Und dann kann ich die eben wählen hier und in das Deck Mathe verschieben. Ist auf jeden Fall ein bisschen Aufwand, aber so ja, hat sich für mich ganz gut bewährt, damit ich das mit der Synchronisation gut hinkriege.